Ich weiß nicht, warum mein Trecker immer so ausschlägt. Vielleicht ist es, weil es vielleicht ein bisschen leckt. Ich versuch's mal mit dem Gamepad mal eben. Komm hier, Gamepad. Put, put, put. Quietschendes Gamepad. Oh nee. Oder quietscht es nicht mehr? Nee. Das war Tim noch. Shadow Ghost hat den Server verlassen. Ich hol mein Gamepad raus, Shadow ist weg. Haben deine Eltern das Internetkabel wieder gezogen, Shadow? Hm? Haben deine Eltern das Internetkabel wieder gezogen? Sonst könnte er ja wohl kaum mit uns reden. Ja, stimmt auch. Ich bin jetzt mittlerweile ein Kellerkind. Du bist ein Kellerkind? Ja, ich hab einen Computer jetzt auch nur im Keller stehen. Okay, warum? Ui. Bist du auch mal... nervt mich. Ich kenne einen Clan, der nennt sich Kellerküken. Kellerküken? Ja, das ist ein Nachwuchsclan für den Clan Kellerkinder. Ah, okay. Der Nachwuchsclan, ja, da muss ja. Da kommt der Nachwuchs rein. Ja. Oh. Okay. Alter, ey. Wahnsinn. Ich kann da echt nichts für. guck mal, das Gamepad draußen fährt, macht alles wieder kaputt. Ja. Meine Güte. Ich weiß auch nicht, warum ich so komisch war. Gülle, was mit Gülle? Gülle Mistbot? Was muss ich? My Games, oder? Ja, My Games und dann Farming Simulator 2015. War das unter Dokumente? Ja. Ja. Dann ist es. Oh, jetzt komme ich schon den Berg hoch, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hab einen Puma. Gibt's doch nicht, ey. Puma die Ace. Ja. Lamborghinis. Machst du aus Puma die Ace, machst du Puma die Case. Das wäre eine lustige Option. Mann, ja. Das ist, dafür werden mich jetzt, denke ich mal, einige hassen, wenn sie das hören. Was? Wieso? Ich hab dir nicht zugehört. Puma die Ace ist ein Charakter aus One Piece. Ach, okay. Far Cry 4 wurde runtergesetzt auf 40 Euro. Weiß. Ja. Scheiße, ich hab's schon gekauft. Ich hab's schon. Ich hab's nicht. Das Einzige, was ich mir gekauft hab, war jetzt GTA 5. Das dauert doch eh noch bis nächstes Jahr, bis es draußen ist. Na, das wird released im März. Ja. Echt jetzt? Denke 27. Januar. Ihr wart ja, bist du überhaupt? Bist du 18? Die haben wir jetzt schon damit geworben. Denkst du, dass ich eine Million extra Startgut haben, wenn du es jetzt schon vorbestellst? Ja. Nee, meinst du, wieso habe ich es mir vorbestellt? Naja. Aber du hast 500.000 Singleplayer, 500.000 Multiplayer, ne? Oder so? Eine Million Singleplayer und ich glaube 500 Multi. Ach so, okay. Dachte, wie heißt der Server? Let's Multiplay. Such einfach nach Let's, dann müsstest du ihn finden. Ah, Shelby Farmers. Crew Rivers, also 15. Na, jo. Übrigens, wir hatten letztens einen Landsmann von dir. Hier. Was? Ja. Der, wie ich am Wegsnacken bin. Ja. Der hat früher mit uns immer schon gespielt, aber der war leider Gottes ein bisschen angetrunken, als er mit uns gespielt hat. Oder spielen wollte. Was? Hat sich leider politisch nicht ganz so korrekt verhalten. Deswegen musste ich ihn vom Server bannen. Der perfekte Moment zum Laden. Ja. Boah, ja, Mann, das sieht so cooler. Geil aus gerade. Weil so wie ich und wir beide. So, ja. Also angeblich, er meinte. Kann man einen Screenshot machen? Er meinte, er hätte 30 Bier getrunken. Oh Gott. Ja, komm, ey, wer hat 30 Bier gesoffen? 30 Bier. Ja, von deinen Landsleuten. Ey, das sind 15 Liter. Vertragen die doch gar nicht. Also, wie willst du 15 Liter Bier trinken? Ja, das frage ich mich auch. Ach, der Burschen! Wer weiß, auf die Wiesen hier war. Also ich muss sagen, das passt gerade für einen fliegenden Wechsel, wo der andere Kollege jetzt da ist, weil ich muss so leider um 6:30 aufstehen, deshalb muss ich mich jetzt verabschieden von euch. Du musst um 6:30 aufstehen? Ja. Musst du wieder Container von A nach B fahren? Nee, leider, Sonntag ist LKW-Fahrverbot. Ach ja, stimmt. Musst du musst den LKW putzen morgen? Nee, das machen wir sonntags nicht. Bei was für einer Firma? Achso. Ja. die Firma, die darf ich hier, glaube ich, leider gar nicht sagen. Du dürftest sie sagen, es wäre keine Schleichwerbung, nur ist die Frage, ob wir sie nennen wollen oder nicht. Oder ob du sie nennen möchtest. Ja, in der Aufnahme?
Ja, wir lassen, ja. Lassen es bei einem großen R. Ja, auf jeden Fall arbeite ich für eine Containerfirma, ja. Tremondus. Vielleicht, ja. Wir haben doch letztens, Stimmt, wir haben letztens in der Aufnahme auch schon drüber gesprochen. Nee, haben wir nicht, ja, oder? Doch. Nee, Aufnahme Nein. nicht. Nee. War vorher. Privat. Ja, privat. Jetzt sind wir in der Aufnahme schon. Na, egal. Ja, was musst du morgen machen? Ich muss zum Arzt. Ach so. Ja, ich bin immer noch nicht gesund. Morgen ist Moment Sonntag. Mal, Sonntags ist LKW-Fahrverbot, ja, aber seit wann haben sonntags Ärzte geöffnet? Hier, bei uns im Krankenhaus gibt es so eine kleine Praxis, so. Die 24 Stunden auf hat. Geil. Ach so. Du kannst doch jetzt noch hingehen. Ganzen, ja, nee, ich hab noch kein Führerschein, sagen wir mal so. Du kannst mit dem Fahrrad fahren. Ja, nee, das ist extrem weit entfernt. Ach so, dann nimm mir ein Taxi. Ich bin auszubeuten, aber so viel Geld habe ich auch nicht. Ja, dann fahr per Anhalter. So, jetzt gehen die Argumente aus. Ah. Ja, nee, das Problem ist, bei uns sind jetzt eh alle besoffen wegen Karneval und so. Da habe ich keinen Bock, irgendwie mit irgendwem mitzufahren, oder? Ah, Mist, jetzt hast du mich ertappt. Ja. Ja. Lass lieber mal einen Helfer aus. Ja, okay, dann bist du entschuldigt, Wie ein Helfer. Vor allem, wenn ich sehe, was für Leute im Straßenverkehr rumfahren, wenn ich deine Fahrskills bei LS 15 sehe, oder? Ja, und ich feiere nicht mal Karneval, ne? Ja, das ist ja gerade das Problem. Frag mich, was du dir sonst so schmeißt. Ja, das frage ich mich manchmal auch. Da bist du nicht der Erste, der sich das fragt. Oh, aber jetzt mit dem Gamepad läuft's besser. Ja? Ja, doch. Ja, so wie ich gerade eben gesehen hatte, wo ich da auf dem Hof gedonnert bin und du da so in extremen Schlangenlinien der Hänger immer nach links und rechts geflogen. Ja, das stimmt, das sah wahrscheinlich ein bisschen abenteuerlich aus, ja. Das. Obwohl ich sagen muss, du bist nicht besser als unsere Lehrer, weil wir haben von der Fahrschule aus ein Fahrsimulator für 3 Wochen bekommen. Ja. Und im Unterricht hängen wir jetzt ab und zu da und üben ein bisschen. Ja. Und unsere Lehrer können überhaupt keine LKW fahren. Okay. Weder Sattel noch Tandem oder Drehschemel, das ist Wahnsinn. Also wenn sie mir die Vogelperspektive geben, dann kann ich das auch machen. Ja, nee, wir hängen immer in der Ego-Perspektive da. Ja. Wir haben 3 Bildschirme, einmal für die Frontscheibe und die Rückspiegel. Da haut der mit dem Anhänger ab. Ja. Ein Porsche-Sitz und Standard-Lenkrad, was du bei Amazon zu kaufen bekommst. Geil. Ja, das ist echt lustig. Und dann spielt ihr auch Euro-Truck-Simulator, oder? Ja, hier gab doch die Vorversion. Trucks and Trailers, womit man für ETS 2 üben konnte, ne? Okay. Und das ist da auch drauf. Nur das Problem ist, dass Trucks and Trailers kann die Kupplung von dem Lenkrad da nicht, von dem Lenkradset nicht erkennen. Okay. Deshalb ist die Bremse für rückwärts. Und da musst du dich immer so richtig draufstellen, damit der so ein bisschen rückwärts fährt. Das ist extrem scheiße, vor allem wenn du bremsen musst du halt aufs Gaspedal treten. Ja. Das kotzt ziemlich an, aber das... Bring noch deine eigene Hardware mit. Ja, nee, in der Schule, ich habe keinen Bock, das die ganze Zeit auf und ab zu bauen. Ja, gut, das ist nachvollziehbar. Ja. Für die paar Stunden, die wir da dranhängen, lohnt sich das eh nicht. Nee, das ist richtig, ja. Naja. Aber da haut der schon wieder ganz, mit dem ganz Anhänger. Ganz ehrlich, ich kann teilweise mit Maus und Tastatur besser fahren als mit einem scheiß Lenkrad. Ja, das ist da wirklich der Fall. Also der eigene Simulator von den Dings, die hatten dafür extra ein Programm, der Fahrsimulator 2013. Da ist das so scheiße gemacht mit dem Weglaufen des Hängers, also die Punkte, die sind total scheiße, wo du rumlenken musst. Die Triggerpunkte zum Ankuppeln oder was? Nee, wenn
Ja, genau, wenn dir die Deichsel hinten abhaut, muss sehr schnell gegenlenken, beziehungsweise so eine halbe Lenkradumdrehung. Aber eine halbe Lenkradumdrehung sind drei Ingame da, weißt du, das kotzt voll an. Das Verhalten des Hängers ist gar nicht realistisch. Also das ist aber doch lieber in der Realität fahren. Ja, genau, das ist wohl wahr. Lass mich raten, danach kommt dann deine Punktbewertung, wie du real fahren darfst, wa? ja, so ungefähr. Oh Gott. Ungefähr. Oh Gott, wer denkt so scheiße aus? Vor allen Dingen das erste Mal, als wir gefahren sind da dran, sollten wir eine Rampe fahren. Hat der Lehrer erstmal gefragt, ja, wann merkt man denn eigentlich, wann man denn dran steht? Das weiß ich ja noch gar nicht. Hört Charlie Klötzens jetzt noch im Livestream zu? Soll ich mal grüßen? Ah, grüßen zurück. Ey, cool, jetzt kann ich euch noch beim Einschlafen zuschauen. Ja, das ist kein Trailer, Marvin. Oh, und wie merkst du es bitte? Ja, toll, wo ist der Trailer hin? Wenn der rechts von dir, jetzt hinter dir, steht da. Und woran merkst du es, dass du an der Rampe dran bist? Wenn es bumm macht, oder? Also normalerweise hast du hinten zwei Gummiklötze dran. Mhm. Und dann pumpst du dann auf die Höhe der Rampe. Normalerweise sind da so zwei große, entweder Metall- oder auch Gummi-Auffänger, sag ich mal. Und dann fährst du so Schrittgeschwindigkeit ist zu viel, ganz langsam zurück und dann macht er einmal kurz dick. Mhm. Merkst du, du bist dran, dann lässt du nach vorne rollen ein kleines Stück und dann ziehst du die Handbremse. Okay. So ist normalerweise der Fall, aber auch nicht bei jedem. Wir hatten, also da wo ich damals ein Praktikum gemacht habe, der musste jede Woche hinten die Gummiklötze erneuert haben. Mann, weil der ist hinten an die bei der Rampe an diese Stoßklötze da dran. Mhm. Hat die Handbremse angezogen und hat den Hänger dann ganz normal runtergepumpt. Und dann haben die sich so schnell abgenutzt, jetzt bleib das mal stehen. Runterpumpen, dass die immer wieder erneuert werden müssen. Ja. Ey, wo wollt ihr denn hin? Ich muss auch noch abtanken. Ja, der rennt jetzt fahr schnell nach vorne. Komm. Helden der Arbeit, ey, wenn die sowas machen. Ey. Mit den Gummiklötzen meine ich jetzt. Naja. Das sind richtige Berufskraftfahrer, hör mal. Ja, denen ist wahrscheinlich auch egal, ob da so ein paar Gummiklötze jede Woche erneuert werden müssen. Ja, das war dem auch scheißegal. Ja. Bald fahr mal noch ein bisschen mehr rechts, dann kann ich den Marvin auch noch abtanken. Hier ist eine Karre, war echt der letzte Scheiß. Ja, dann wundern sie sich, wenn sie auf der Autobahn liegen bleiben, ne? Ja, so ungefähr. Ja. Abfahrtskontrolle war zwar vorhanden, aber auch nicht die beste, ne? Was für eine Kontrolle? Abfahrtskontrolle. Ach so, ja. Ob die ganze Ware richtig verstaut ist und so ein Kram, ne? Also richtig. Ja, gut. Das. Die Ware richtig verstaut ist was anderes. Oder verzogen, oder. Achso, nee, du meinst nee, Abfahrtskontrolle. Ob der alle Sachen, ob der Ölstand messen und so ein Kram und sowas, ne? Ah, genau. Ja. Abfahrtskontrolle kontrollierst du nicht unbedingt die Ladung. Okay. Was da eigentlich. Hauptsache leer machen. Was da eigentlich, nur wenn du siehst, dass der Auflieger ein bisschen schief steht. Ja. Aber wirklich Zeit zum Umräumen hast du dann morgens ja auch nicht, wa? Nee. Warte mal. Ich lade mal eben kurz mal fertig ab hier. Schnaps ist immer gut. So.